I've said it many times, I know. Hallo, ich begrüße euch jetzt nochmal vernünftig. Ich bin jetzt wieder hier in Bernadette's Make-up Store. Ariana, möchtest du Hallo sagen? Komm, sag mal Hallo. Also wenn ihr mal hier hinkommt, könnt ihr auch Ariana Hallo sagen. Bernadette sitzt da vorne, aber wenn ihr die sehen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall hier hinkommen. Und oh, es kommen so viele geile neue Produkte raus. Also wenn ihr sehen wollt, was alles Neues rauskommt demnächst, folgt auf jeden Fall Bernadette auf Instagram auch. Twitter habt ihr nicht, ne, oder? Nee. Aber Snapchat habt ihr auch. Ja, ja. Snapchat haben sie auch. Also da wird es auch Swatches definitiv geben. Macht die Ariana dann alle, ne? So. Und ja, ich habe jetzt auch schon wieder was Schönes gefunden. Das seht ihr dann auch in einem Haul oder in einem First Impression oder was auch immer. Und jetzt gleich gehe ich wieder los in die Stadt, weil ich habe auch langsam Hunger. Die beiden auch. Und dann geht der Telefon. Ich zeige euch jetzt nochmal zur Orientierung, damit ihr das auch findet, wenn ihr zu Bernadette geht. Hier ist direkt der Mediapark. Also da seht ihr das ganz viele Wasser. Und da ist Bernadettes Make-up Store. Wasser, Bernadette. Wasser, Bernadette. So, jetzt bin ich auf dem Weg in die Innenstadt und ja, folgt Bernadette auf jeden Fall auf ihren sozialen Netzwerken. Ich verlinke euch das alles in der Infobox und ich habe so einen Hunger. Schauen, was ich jetzt essen werde. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich bezweifle gerade, dass ich trocken die Kölner Innenstadt erreiche. Ich bin jetzt erstmal im DM, aber wenn ich in Köln bin, gehe ich glaube ich immer in 1000 DMs rein. Das ist mal Regel bei mir. Ich habe schon zwei Sachen gefunden. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Ich bin heute das erste Mal bei Dunkin' Donuts ein Donut essen. Double Chocolate irgendwie. Ich bin mal gespannt, wie der schmeckt. Ich habe so einen Hunger. Jetzt war ich gerade bei TK Maxx, da habe ich auch ein richtig tolles Teil gefunden, wo ich mich richtig drüber freue. Dann habe ich ja noch bei Dunkin' Donuts einen Donut gegessen und eine Verkäuferin hat sich hinter der Theke eine Zigarette gerollt, wo ich mir auch dachte, warum setzt ihr den gleichen Schuss vor den Kunden? Auch immer sehr geil. So, jetzt geht's zur Apotheke. Primark, weil ich hier solche ganz normalen Standardschuhe brauche für die Arbeit und ganz ehrlich, bin mir zu geizig, gebe ich auch mal so ein bisschen weniger aus, weil ich die halt echt nur so für die Arbeit zum Latschen brauche, ne? Und das ist ja, da muss ich jetzt nicht viel Geld für anlegen, ne? Da lege ich lieber in andere Sachen Geld ein. Und jetzt habe ich Geschirrtücher, voll spannend, ne? Wo haben die hier Geschirrtücher, die Arschgeigen? Das sieht doch schon mal recht gut aus. Ich nehme jetzt einfach das mit A Pinch of That und dann habe ich eigentlich alles. Die haben ja auch diese tollen Abfüllgefäße. Da kann man super Make-up drin abfüllen, wenn man meiner Freundin was schickt, ne? Gegenschickt. Und ansonsten brauche ich eigentlich nichts. Vielleicht gucke ich nochmal bei Oberteilen, so sommerliche Oberteile. Kann man ja noch gebrauchen, ne? Vielleicht. Eventuell. Möglicherweise. Bei Rituals gibt es ja auch Kerzen und Holy Smoke und Incense oder Encense. Das sind einfach die besten, die riechen so mega gut. Einfach nur toll. Das ist übrigens das Cherry Blossom Body Spray. Das ist jetzt nur nicht mehr grün, das hat jetzt eine neue Verpackung. Viel schöner, wie ich finde, und riecht genau gleich. Jetzt gehe ich zu meiner lieben Augenbrauenfrau. Ich hoffe, sie ist da und hat Zeit für mich. Ich kann gerade nicht wirklich gut vloggen. Ihr seht, was für ein Wetter hier ist. Oh mein Gott. Jetzt. Meine Hose ist ganz nass. Scheiße. Ich glaube, ich suche jetzt Törtchen auf und trinke einen Cappuccino und esse einen Cheesecake und dann gehe ich auch nach Hause. Boah, alles scheiße. So, jetzt bin ich quasi wieder zu Hause. Macht es mir so leid, dass der Vlog wieder so langweilig war, aber mein Leben ist halt nicht so spannend und der Regen hat auch irgendwie heute einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich musste auch
meine Primark-Tasche, also Tüte, gegen einen Stoffbeutel austauschen, weil die einfach total aufgeweicht ist. Also das Wetter ist unglaublich. Vorhin kam, also ist ein Blitz eingeschlagen, das war so laut, mir ist das Herz stehen geblieben. Und ja, ich war heute primär in Köln, weil ich verschiedene Düfte schnüffeln wollte. Ich habe mir die aufgeschrieben anhand der Duftnoten, also was ich interessant fand. Und das meiste fand ich da nicht so gut. Also einiges habe ich auch zu Hause, also ähnliches. Und einige Düfte gab es einfach nicht. Also die gab es dann in Düsseldorf. Und ich hatte jetzt keinen Bock für irgendwelche Düfte nach Düsseldorf zu fahren extra. Und was mich gerade mega ärgert, meine Kopfhörer sind schon wieder im Arsch. Heute Morgen haben sie noch tadellos funktioniert. Und jetzt ist schon wieder der rechte Hörer kaputt. Ich verstehe das nicht. Das passiert mir immer wieder. Ich habe so einen starken Verschleiß an Kopfhörern. Ihr glaubt gar nicht, wie viele ich schon gekauft habe. Passiert euch das auch immer? Ich muss gleich schon wieder neue kaufen. Das ist unfassbar. Hier, ich habe welche von Samsung und die sind auch noch gar nicht so alt. Und trotzdem sind die schon im Arsch. Ich gehe da auch nicht besonders rabiat mit um oder so. Aber trotzdem nehmen die immer kaputt. Das ist scheiße. Naja, ich hoffe, ich komme jetzt wenigstens halbwegs trocken durch. Also heute ist wirklich Land unter. Holland in Not, aber hallo. So, ich war gerade noch eben bei Real, habe noch ein paar Sachen eingekauft. Ich zeige euch mal meine Lieblingsschokolade. Das ist meine absolute Lieblingsschokolade. Ich liebe die so sehr. Ich könnte davon 100 Tafeln auf einmal essen, jetzt mal übertrieben gesagt. Die ist so geil, kennt ihr die? Also, oh, die ist zwar teuer, ich kaufe die auch immer nur im Angebot, wenn die nur 2 Euro kostet. Aber Gott, ich könnte mich da reinsetzen. Und ja, Pizza für heute Abend, weil ich zu faul bin zum Kochen. Und ja, Cola. Ganz gesund. Und dieser Tee, der ist auch so lecker. Ich weiß, alles ziemlich ungesund. Aber seht ihr da unten? Da ganz versteckt sind auch Äpfel. So, ich würde sagen, das war es dann auch für heute. Ich sehe wahrscheinlich total zerpflückt aus. Sorry, aber der Regen hat dasselbe dazu beigetragen. Hallo Fahrradfahrer. Ja, ich bin gleich froh, einfach unter die Dusche zu hüpfen und da nichts mehr zu machen. Meine Beine tun auch sau weh. Und ja, ich hoffe, euch hat der Vlog halbwegs gefallen. Ich werde den auch, glaube ich, Sonntag hochladen, weil ich glaube, das war echt ein bisschen zu langweilig. Tut mir echt leid. Aber ja, ich wünsche euch jetzt wie immer einen wunderschönen Tag. Ich würde euch gerne einen tollen Sonnenuntergang zeigen, aber ist heute nicht drin. Kein Sonnenuntergang, aber den Untergang seht ihr auch in meinem Gesicht. Ne? Boah, das ist heute wieder, es regnet schon wieder. Und ich kann keinen Regenschirm aufspannen, weil ich hier voll bepackt bin. Guckt euch das an. Das ist, wenn es wenigstens mal einen Regenbogen geben würde, ja? Gib uns wenigstens mal einen scheiß Regenbogen. Naja, ohne Regenbogen verabschiede ich mich jetzt aus diesem Vlog. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Und wir sehen uns im nächsten Mal hoffentlich wieder. Hoffentlich. Bis bald.